Es war ein absolut gelungener Abend. Das 94. Spiel von Kapitän David Zenscher endete letzten Freitag mit einem vollen Erfolg. Mit dem 2:0 gegen Lustenau schenkten die KSV-Kicker sich selbst und ihren Captain zum Jubiläum einen Heimsieg und den nächsten Dreier. Besser hätte es nicht laufen können. Dementsprechend stolz war Zenscher auf seine Burschen. Die Falken konnten sich nach einer hart umkämpften Partie zum dritten Mal in Folge beim Gegner für die Punkte bedanken. Die Falken tanzen sich derzeit von Erfolg zu Erfolg und haben mit 38 Punkten und Tabellenplatz 5 im Moment auch allen Grund zur Freude und allen Grund zum Feiern. Und das hat man sich auch verdient. Das ist der Lohn für die harte Arbeit. Und man kann jetzt schon von einer starken und sehr ansehnlichen Saison sprechen. Aber Cheftrainer Kurt Russ ist auch nach dem dritten Sieg in Folge noch nicht zufrieden. Der Falkner sieht trotz des Höhenflugs seiner jungen Wilden noch Luft nach oben und lässt deshalb nicht locker und fordert weiter Disziplin und harte Arbeit. Schließlich will man am Freitag in Klagenfurt erneut für Furore sorgen. Ja, wir haben das angesprochen, wir haben trotzdem sehr viel über die Fehler auch geredet, was wir nicht machen dürfen und so. Und natürlich sind wir jetzt da eingegangen auf die Klagenfurter. Und wie das Spiel wird, das ist ein komplett wieder anderes Spiel und so. Und ja, und es kommt wirklich sehr viel auf Disziplin bei uns an. Und aber ich glaube einfach, dass die Mannschaft das gemerkt hat, dass man ist wurscht, wer spielt. Wenn jeder Gas gibt, dann haben wir gegen jede Mannschaft eine Chance. Und deswegen fahren wir da rein mit Selbstvertrauen. Und ja, wir möchten unbedingt wieder was mitnehmen. Weil man muss ja dann immer aufpassen, wenn wir unsere Aufgaben nicht erledigen, was wir jetzt beim Training jetzt gemacht haben und das nicht umsetzen, dann wird es wieder ganz, ganz schwer. Also Disziplin ist erforderlich, dass wir da was holen. Und natürlich wieder, dass wir unsere Chancen, was wir haben, dass wir die nützen werden. Wenn du 2-3 Möglichkeiten hast, dann machst du zwei Tore. Das ist natürlich das Schöne. Aber wir haben schon Spiele gehabt, haben wir 6 super Chancen gehabt, aber wir haben kein Tor gemacht haben. Also es kommt dann eh, wie man sagt, immer wieder zurück. Und ja, aber wir haben noch sehr viel, glaube ich, in Talon, also kann am Freitag wieder was zurückkommen. Die Falken setzen am Freitag wieder auf die Torgefährlichkeit von Thomas Savitzer. Der 18-Jährige spielt eine richtig starke Saison und hat letzte Woche einmal mehr aufgezeigt und sich mit seinem bereits 10. Saisontor weiter ins Rampenlicht geschossen. Ich will einfach der Mannschaft helfen, ob es jetzt mit meinen Toren ist, mit meinen Assists oder mit anderen Tugenden. Ich möchte einfach jede Partie gewinnen und wenn meine Tore dazu helfen, ist natürlich super. Ich schaue von Woche zu Woche und will einfach eine gute Partie nach der anderen abliefern und was noch im Sommer rauskommt, das werden wir dann sehen. Im 3. Sieg in Serie natürlich ist es für die ganze Mannschaft super und ja, jetzt am Freitag geht es nach Klagenfurt und da hoffen wir, dass wir den 4. Sieg in Serie einfahren. Ich denke, es ist immer Luft nach oben. Ich meine, es ist klar, dass wir nicht jede Partie dominieren oder so können. Wir haben jetzt sicher die letzten 2-3 Partien nicht immer das abrufen können, was wir uns vornehmen, aber haben trotzdem 3 Punkte eingefahren und jetzt gegen Frankfurt wollen wir gute Leistung bringen und wieder 3 Punkte mitnehmen. Ich denke, wir gehen in jedes Spiel rein und wollen jede Partie gewinnen, also da ändert sich nichts, ob wir jetzt daheim gegen Lustenau spielen oder in Frankfurt. Die Ziele sind 3 Punkte und ich weiß, dass wir gut drauf sind und es ist sicherlich möglich. Frankfurt haben super Spieler drin, sehr spielstarke Mannschaft. In Frankfurt wird da richtig viel zum Laufen sein, im Riesenplatz, im großen Stadion. Und ich denke aber, wir haben uns super vorbereitet. Wir wissen, was zu tun ist. Und jetzt hast du mal am Freitag fokussiert in die Partie reingehen und das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Der Fokus liegt also auf Klagenfurt. Und da könnte es wieder viele Umstellungen in unserer Mannschaft geben. Beim letzten Auswärtsspiel in Linz sind die Falken ja mit einer extrem jungen Truppe aufgelaufen. Und das überlegt Kurt Russ auch in Klagenfurt. Der Cheftrainer kann jedenfalls aus dem Vollen schöpfen und plant in Sachen Aufstellung wieder die eine oder andere Überraschung, lässt aber noch alles offen. Unser Coach freut sich einfach auf die Partie. Wir freuen uns einfach, weil das Stadion ist riesig und es ist voll schön dort Fußball zum Spielen und ja, wir haben eine Riesenfreude, Kärnten ist sehr schönes Land, ja, und ich hoffe, dass wir trotzdem was entführen. Und vielleicht können unsere Jungs ja da weitermachen, wo sie zuletzt aufgehört haben und den nächsten Volltreffer landen. Und dann darf auch weiter gefeiert werden.